Hi Leute, willkommen zurück zu The Expanse. Ich habe was entdeckt. Ich hoffe, das ist es jetzt. Sie fasst es. Ja. Ist es das? Die Kiste? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe endlich die Medikamente gefunden. Ich habe so lange gesucht. Gotta be something in here that can help Arlen. Oh mein Gott. Schön. Haben wir das ja, die Medizin. Wer gibt die Reaktionsmasse der Zwillingen? Ja, ja, ja. So, wir haben es geschafft, Leute. Und erstmal schön, dass ihr wieder draufgeklickt habt. Ich habe mal nachgesehen. Wir müssten die ersten 3 Kapitel spielen können. Die letzten 2 kommen jetzt im September. Hallo, wo ist es denn? Well, war das hier? Ja, hier ist doch das Ding, wo wir jetzt hin müssen. Alles klar, übergibt die Reaktionsmasse den Zwillingen. Jo, und dann, also wenn ich wiederkomme aus dem Urlaub, können wir direkt den 4. spielen sozusagen. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich das ja auch so, dass ich da direkt aneinander knüpfe die Teile. Und der letzte kommt am 27. September. Found another barrel. Woo, this is loaded. Or whatever the Inya say. Touchdown! Wow! Got some radiation from a nearby ship, the Manitoba. Scanner shows the engine is mostly intact. Maybe a few pellets too. Boss man, that's the far edge of the debris field. You'll be exposed. You two head back to the Artemis. Everyone stays on the ship, but be ready to pick me up on my order. Uh-oh. Das heißt, die Piraten könnten uns da scannen, oder was? Das war es jetzt aber nicht schon, oder? Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht das 2. Kapitel schon. Shit, die cruisen da immer noch rum, die Piraten. Captain, we're picking up a communication from the Europa's Bane. Was the bucka? They locked us? No, it's a broadcast. But they must know we're close. Patch it over. There is no sense in running anymore. You know who I am. And I am looking forward to meeting you. Contact me to discuss the terms of your surrender. Or just sit. Wait until we find you. It's only a matter of time. Shit, shit, shit! Cap, you got to get back here! Not without fuel pellets. Stupid drone is stuck. Alter! What the fuck? Sabaka! I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to trace the signal? No, it will only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that already. Put me through. Captain Zapata, this is Kamina Drummer of the Artemis. I don't want to fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. Alter Schwede, die haben ganz schön viele Drohnen. Du Scheiße. You're a long way from Ceres Station, Kamina Drummer. You've heard of me? I've heard of your work and your bounty.
But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He attempted to double his profits. As a result, I am now captain. Not surprising. There's no loyalty among scavengers. Not that the OPA is any better. You must really enjoy the company of miscreants. Ay, 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 ay. Die haben halt viel bessere Bewaffnungssysteme als wir, ha? Einmal reinfliegen, ich bin tot wahrscheinlich, ja. Das war es bestimmt noch nicht. Ja. Over here. Alter. Ich habe rechts gedrückt. Krass, Headshot, Headshot. Ist richtig krass. Pirat. Yuri Motek, first gunner. Lucky he missed me. First gunner, dafür war er nicht besonders gut, hä? This one looks like an inner. Guess Toussaint and I have one thing in common. Keeping a crew of belters and inners from killing each other. Tja. Sind noch Sachen zu sammeln? Sieht nicht so aus, hä? Jetzt so ein reiner Ballerabschnitt. You can always retreat, Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri were... They were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Ich find sie voll gut, sie ist knallhart. Das Missionsprotokoll freigeschaltet. Die Analyse? Solenoid-Analyse, chemische Analyse, Fehler, Analyse unvollständig. Bitte Parameter anpassen oder mehr Informationen zur Verfügung stellen. Protokoll. Mars war dabei, die Solenoid-Technologie zu analysieren, die die Gütler gestohlen haben. Warum haben sie versucht, ihren eigenen Entwurf zu rekonstruieren? Vielleicht waren die Gürtler an Bord der Leguin keine Diebe. Vielleicht waren sie Techniker, die angestellt wurden, um eine Technologie zu entwickeln, von der sie niemals profitieren würden und die der Gürtel sich nie leisten könnte. Sie haben versucht, ihre Arbeit mit denen zu teilen, die sie am meisten brauchen würden und haben das mit dem Leben bezahlt. Eieiei, die macht aber Geschwindigkeit hier. Ist denn überhaupt lang? Da oben. Ist er noch weiter in den Räumen jetzt oder nicht? Aber ich habe auch gerade ab, dass hier so. Ja, wahrscheinlich kriege ich Game Over und darf es nochmal versuchen, aber. Wird ja vielleicht sein, dass es ganz vorbei ist danach. Wie viele Waffen es hier gibt. Das ist alles? Alter. Gibt es da doch
eine Bombe dran frapfen oder sowas. Please tell me this thing has ammo. I'm on my way. No! Everyone, stay back! What's happening? Why are the pirates pulling away? There are always more options, Captain. I'll have the coordinates. Even if I have to comb through rubble to find them. Goodbye. You're bluffing. Hello? Toussaint! Come on. Gotta be some ammo left. PDC delivery. Sabaka! Are you crazy? You could get killed. So could you. Now step back and let me do my job. I don't know what the fuck you two are doing, but I'm approaching your location on control thrusters for whenever we shut off. Glad you're back at your post. Krass, es geht aber schnell, oder? Dass Khan wieder fit ist. What are you waiting for? We only get one shot before they know our position. Das Schiff platt. Den Antrieb, genau. So ein bisschen. Ich hätte einfach reingehalten. Diese Action. Wenn es auch ein bisschen gestelzt gewirkt hat, aber es war schon ganz cool. Den mehr als nur das Triebwerk zerballert. Okay. Ach, wie süß die beiden. Well, I believe celebrations are in order. Mit deinem Pilzbruder. Ey, Maya hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Ich find's super cool, Leute. Coordinates are set for the MK core. Time to see what all the fucking fuss is about. With the fuel you found, we should have no problem getting there and back to Ganymede at least. And how is the new prosthetic? It'll do. Get some rest, Captain. No telling what we'll find at those coordinates. Sie ist schon ganz schön tough. I've never had anything resembling a civil conversation with Khan before. But I've also never had a cigar to ply her with. Hey, Khan. Resting. Go away.
Zigarre. I found a cigar on the Urshinabi. Thought you might want it. But I could always give it to the twins. Don't you dare give it to those two morons. They'd use it as a butt plug or something. Achtung, jetzt ist gar nichts drin. First taste, you earned it. Nee. It's a gift. It'd be wasted on me anyway. You're right about that. Die mögen sich, die zeigen es nur anders, das merkt man schon. Wow. Wow. My husband, Bao, used to hate when I smoked. Said it was 40 minutes of pleasure for 3 hours of cleaning out the air vents. Aww. He wasn't wrong. What happened to him? Ah, sie hebt sie für später auf, hm? The Pinafore, a small transport skiff owned by Trackman. I was pilot, Bao was chief mechanic. Boring work. Little outside contact. Exactly what we wanted. There'd been reports of pirates along our heading. The usual shit. We weren't worried because what's the point? And besides, we had our protocol. Protocol? A maneuver we practiced. In case of hostile boarding, I'd feign submission, hands behind my head. And when Bao thought the moment was just right, he'd say the code word and hit the deck, and then... Modified SMG with heat targeting rounds. I could draw and fire the clip in 5 seconds, easily take out an entire raiding party. That is actually a solid tactical maneuver. Pirates wouldn't expect a weapon there and Bao would be safe on the floor. I know. So what happened? The pirates came for us like we feared. They boarded the Pinafore. I drew them in, got them occupied, and at the right moment, Bao said the word. And I froze. I'd never fired live rounds in battle before, and I suddenly doubted myself. What if the clip was jammed? Would it even fire? Maybe these pirates weren't so bad. It was just a moment, but it was enough time for an antsy pirate fuck to grab me and shoot my bow. I'm so sorry, Khan. It sounds like you two really cared about each other. Wir waren verheiratet, das ist ein komischer Untertitel. We did. It's so easy to stop caring out here. Don't you want to know the code word? Zigarre. Artemis. I'd never heard of her. It was Bao who read all the Greek bullshit. Apparently, she and I shared a few things in common. Your godlike wrath? That may have been part of it. Mostly, he said it was because...
I never missed my shot. Tell you what, if I ever get the chance, you bet your ass I won't flinch again. Sie ist eine Gute. Also eine böse Gute, irgendwie. Any guesses on our destination? Nada. All I know is that it's far the fuck out there. So whoever hid that treasure wanted it far the fuck away. Can you believe how vicious these pirates are? Yes. I mean, how they were willing to blow us up just to prove a point. Yes. So you don't think there's anything special about them? No. Yes, I do. They seem to have more guns. It's good talking with you, Khan. Yeah, yeah. Es war echt schön, dass wir die Zigarre gefunden haben, weil ich glaube, das oder die hätten wir nicht so ein tolles Gespräch gehabt mit ihr. Und es bindet ja auch so ein bisschen an die Charaktere, finde ich, wenn man das von der Background-Story erfährt. Finde ich echt schön. Beziehungsweise bei ihr war es jetzt richtig traurig. So, da geben wir noch Virgil das Pilzpulver. Ich glaube, dann werden wir vielleicht sein Geheimnis mal erfahren, ha? Huh? Ja, kennen wir alles schon. Oh, warte, sprich mit Virgil, sprich mit Maya. Gib allen die Medizin und gib Virgil das Pilzpulver. Ja gut, das machen wir. Hier ist Deck. Es hat echt nur eine klitzekleine Crew, wenn man überlegt, für so ein riesiges Schiff, ne? It's been a rough week. I should check in with the crew and see how everyone's doing. Rudek. Aha, was war das nochmal für ein Zimmer? Datenwürfelanleitung. What are these? Decryption keys? Pashingwala! I knew Cox was paranoid, but spying on his crew? Ach, das ist sein Zimmer von Cox. Die Wimsy Enterprise Datenwürfel kommen voreingestellt und biometrisch und alphanumerischen mit biometrischen und alphanumerischen Entschlüsselungscodes. Bitte den individuellen Crewmitgliedern die folgenden Schlüssel zur Sicherung ihrer persönlichen Daten überreichen. Schiffsregistrierung. Schiffsregistrierung. Eigentümer Khan Tran. Kann es also die Eigentümerin der Artemis, nicht Cox? Kein Wunder, dass die Unterlagen lückenhaft sind. Khan liebt es zu fliegen, aber sie scheint nicht die Geduld für Papierkram zu haben. Khans Beziehung zu Cox ist nun nachvollziehbar. Cox tolerierte keinerlei Respektlosigkeiten, aber er machte immer einen großen Bogen um Khan. Durch ihre Vereinbarung erhielt er ein solides Schiff und einen talentierten Piloten und Khan bekam jemanden, der sich um die langweilige Logistik kümmerte und sie das tun ließ, was sie am besten kann, fliegen und Leute beschimpfen. Wow. Sie ist die Eigentümer. Ja gut, deswegen auch Artemis, ne, was sie uns ja gesagt hat. Dass sie da eine besondere Verbindung hat zur Göttin der Jagd. Du bist aber ganz was Feines, Captain Cox. Ja, ja. Circumstances have changed a lot since I last saw this bottle. Meine. Cox won't be coming out of his cell for a long time. Might as well give him some company. Okay. Edles Zeug. Puh, Floater. Cox was even more unhinged than I imagined. Tägliche Versicherungen. Du bist der Captain der Artemis in Rang und Titel, was dir eine ganze Menge furchterregende Macht gewährt. Du bist der Gebieter über Gerechtigkeit, Vermögen, Auszeichnungen und eine persönliche Anerkennung. Und persönliche Anerkennung geschätzt von deiner Crew. Du bist kein Trockenfutterkopf mit Babypenis. Khan hat dich nie nackt gesehen und kann dein Gemächt von daher nicht einschätzen, welches tatsächlich adäquat ist. Deine Crew respektiert und fürchtet dich, selbst Drummer. Khans Beleidigungen sind eine Form des Respekts. Alan und Rain planen nicht, dich zu stürzen. Das Marsmädchen fühlt sich sexuell zu dir hingezogen und du hast entschieden, wegen deines Sinns für Disziplin keine Beziehung mit dir einzugehen. Alter. Was sehr bald mit großem Reichtum entgolten wird. Du wirst sehr reich sein. Die Zweifler werden weinen. Du hast kein Trinkproblem. Okay.
Der braucht das wohl echt, so ein bisschen Pep-Talk für sich selbst. Wie nennt man das? Ach Gott, jetzt ist mir das Wort entfallen, wenn man sich selbst irgendwie was zuspricht. Irgendwas mit A. Nicht Alliterationen, sondern... Ja, wisst ihr, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ach Gott, mir liegt's auf der Zunge. Ich hasse es gerade. So, wenn man sich selber sagt, ich bin wertvoll, ich werde geschätzt und so. Ach Gott, schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Vielleicht gleich springt's mir direkt in den Mund und dann muss ich es aussprechen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Hydraulics. He just can't help himself. Ja, das hatten wir schon. Oh, ich muss das gleich googeln, ne? Es nervt mich gerade, dass ich das nicht weiß. Ist hier nicht Virgil? Nee. Say what you will about Virgil, but he takes his job as ship's medic very seriously. Aha. Garrison Cox, Alter 60, Geburtsort Erde. Vergangene Gesundheitsfragen, Bluthochdruck. Aktuelle Gesundheitsfragen, Bluthochdruck, hepatische Steatose, Alkoholkonsum wurde besprochen. Medikamente, ACE-Hämmer für Bluthochdruck. Steckt derzeit im Gefängnis, fragt immer wieder Alkohol aus medizinischen Gründen an. Oh, interessant. Kamina Drummer, sie ist 28 erst? Geburtsort Ceres, Gesundheitsfragen keine. Aktuelle Gesundheitsfragen, also vergangene, keine Prellung und Quetschung der Rippen. Patient befand sich während einer plötzlichen Beschleunigung auf dem Rumpf des Schiffs. Medikamente keine. Werde die Augen nach Komplikationen infolge der Verletzungen offen halten. Im Angesicht der Rate der Beschleunigung kann sich die Patientin glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Maya Castillo, 25, Geburtsort Mars. Vergangene Gesundheitsfragen, Stressfaktor am Schienbein. Patientin erlitt eine Verletzung wegen wiederholten Stresses im Laufe ihrer MCRN-Grundausbildung. Keine zusätzliche Behandlung notwendig. Anmerkungen. Mögliche posttraumatische Belastungsstörung infolge ihrer Zeit bei der MCRN. Habe Meditation vorgeschlagen. Patientin hat aufgeschlossen reagiert. Und Alan Morozov, 34, Geburtsort Vesta. Vergangene Gesundheitsfragen, Prellungen und kleinere Platzwunden während eines Barkampfes auf Eros. Örtlich mit einem Antiseptikum im Austausch für diverse Drohungen und Obszönitäten behandelt. Aktuelle Gesundheitsfragen, Feenstaub-Suchtkrankheit mit Medikamenten behandelt. Medikamente, Toxiperidone. Anmerkung, Aggressionsbewältigung wurde angesprochen. Rain Morozov, Vesta, auch 34. Vergangene Gesundheitsfragen, Radiusfraktur und Ellenbruch. Patient hat sich bei der Arbeit auf Vesta vor 3 Jahren den Arm gebrochen. Keine Behandlung notwendig. Aktuelle Gesundheitsfragen, kleinere Vakuumaussetzer bei einem Schrottbergungsunfall. Patient hat eine schwache visuomotorische Koordination, möglicherweise aufgrund von Fehlernährung während der Kindheit. Probleme mit dem Innenohr wegen häufiger Schwerkraftveränderungen und chronischer Unachtsamkeit. Kantran, Alter unbekannt. Ich schätze mal schon, sie ist so um die 60, 70. Geburtsort Erde, unbekannt. Vergangene Gesundheitsfragen, unbekannt. Patientin trägt eine Brille, hat aber die angebotene Untersuchung abgelehnt und bei der Erwähnung eines chirurgischen Eingriffs mit Animosität reagiert. Aktuelle Gesundheitsfragen, Schusswunde, linker Arm. Antibiotika helfen nicht, möglicherweise wegen der Belastung durch wiederholte Reisen bei hoher Schubkraft. Ah, deswegen. Chirurgische Amputation, Schulterexartikulation. Ach, nennt man das so? Schulterexartikulation. So. Durchgeführt, sobald Sepsis bestätigt war, mit Prothese versehen. Medikamente, Corticosteroide und NSAR, Schmerzmittel wie nötig. Anmerkung, Patientin reagiert feindselig auf Fragen medizinischer Natur. Heißt der Virgil? Okay. Cox said Virgil was hiding something. Let's find out. Aha. Anatomie. Virgil grew up on Luna, but he's not like some Innus. He actually thinks of Belters as people. Kapitel 6, Behandlung der Bürger des Asteroidengürtels. Der Asteroidengürtel verlangt seinen Bewohnern eine Menge ab. Wenn ganze Generationen von Gürtlern ohne medizinisch erhöhte Knochendichte bei niedrigerer Schwerkraft leben, kann es dazu führen, dass ihre Schädel größer werden und sie allgemein an Größe gewinnen. Die Körper der Gürtler können hingegen den hohen Fliehkräften, denen sie beim Bereisen des Sonnensystems ausgesetzt werden, besser widerstehen. Ärzte im Gürtel müssen sich zahlreichen Herausforderungen stellen, erhalten aber auch einzigartige Einsichten bezüglich der Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Ein Kochbuch. For an inner,
He does make an excellent red kibble. Rotes Ganymed-Trockenfutter. Eine füllende und nahrhafte Mahlzeit, die auch gut schmeckt. Diese Variante benutzt Mehl von Ganymed, aber die Leute, die außerhalb des Brotkorbs des Gürtels leben, können stattdessen Protein- oder Milchprodukte benutzen. Eine halbe Tasse rote Bohnenpaste, eine Vierteltasse Mehl, Teelöffel Kumin, halber Teelöffel Knoblauchpulver, halber Teelöffel Paprika, ein halber Teelöffel Cayennepfeffer, Portion 2. Mische einer großen Schale die rote Bohnenpaste mit Mehl und Gewürzen, forme aus der Mischung 3 cm große Kugeln. Hitze in einer Pfanne ein wenig Öl bei mittlerer Hitze, lege jeweils nur ein paar Kugeln auf einmal in die Pfanne und lass sie kochen. Drehe sie hin und wieder, bis sie nach ca. 5 Minuten knusprig sind. Gieße ab und serviere sofort. Hört sich ja gut an. Looks like Virgil has some anxiety from his past. Glad to see he is managing it. Aha, Datum und Zeit, 8. September, 15.03 Uhr. Auslöser angedockt auf Luna für Vorräte. Symptome HR 138, Schwitzen, Kurzatmigkeit. Angewandte Techniken, Meditation, schwache Beruhigungsmittel am Abend. 17. September, 4.34 Uhr. Auslöser Albtraum, Operation eines Patienten, dessen Körper plötzlich festgefroren und mit Eiskristallen bedeckt ist. Symptome HR 156, Kurzatmigkeit, aufdringliche Gedanken. Technik, Meditation, konnte nach einer Stunde wieder einschlafen. Datum 23. September 1756. Allen wollte mehr über meinen Hintergrund erfahren. Schwitzen, Sprachticks. Techniken keine. Cox hat die Situation beobachtet und Allen unterbrochen. Er hat ihm gesagt, er soll sich gefälligst um seinen Scheiß kümmern. 5. Oktober 4.45 Uhr. Auslöser Albtraum. Unidentifizierte Gürtlerstation. Habe nach meinem Erste-Hilfe-Kasten gegriffen und stattdessen Sprengstoff gefunden. Schwitzen, Kurzatmigkeit, aufdringliche Gedanken. Meditation hat nicht geholfen. Habe versucht, eine Stunde lang zu lesen, dann früh mit der Arbeit begonnen. Schwaches Beruhigungsmittel am Abend. Das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Wenn er so ein bisschen Probleme damit hat. Aber Leute, wir machen jetzt mal Schluss. Das war's für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Dann werden wir wohl auch bald in Kapitel 3 weitermachen. Und danach, wie gesagt, vielleicht erstmal ein bisschen Pause. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Dankeschön fürs Liken und wir sehen uns zu The... Ihr wisst schon, Expanse heißt es. Genau.